Ja, moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, das soll nur so ein kleines Update-Video werden zu der Frage, ob Regenwasseranalysen ein Beleg sind für Chemtrails. Ja, wie gesagt, ein kleines Update-Video und das gucken wir uns das einfach mal an. Bis gleich. Ja, also dann gucken wir uns das doch alles mal ein bisschen an. Also es soll quasi eine Ergänzung zu diesem Beitrag hier sein. Und zwar hat der Spiegel ja einen Artikel gebracht zum Thema, ja, ich weiß, der Spiegel, also ich halte gar nichts von dem hier BND-Propagandablatt hier, Spiegel, also, ne? Ist ja sehr egal. Also die haben halt was gebracht und hier Verschwörungstheoretiker glauben hier Flugzeugabgase und hier und bla und drön. Und man hat es geht darum, dass eben Klimaforschern oder Meteorologen ja, Messergebnisse und sowas alles gezeigt wurden und sie sollen eben sagen, ob das eventuell Chemtrails sein könnten. Sie wussten bei der Umfrage wohlgemerkt, worum es geht, also das heißt, sie sind garantiert voreingenommen gewesen. Ja, also von daher ist das halt alles nicht so wirklich aussagekräftig an und für sich. Und die haben dann nun gesagt, nein, hier ist alles normal und da sehen die überhaupt nichts Schlimmes dran und und. Also, wir gucken uns einfach mal die Ergebnisse an. Der Spiegel ist natürlich so nett und verlinkt das. Und natürlich ist es leider nicht. Oft wird das ja gar nicht mehr verlinkt, irgendwelche Quellenangaben. Ja, und hier geht es halt eben, das ist halt diese Umfrage, die sie da halt gemacht haben. Und gezeigt werden hier halt eben einige Messergebnisse, dieses hier und die, aber da komme ich jetzt dann ein bisschen zu ins Detail. Also diese erste Messergebnis lasse ich außen vor, weil ich hier kein Datum finde. Aber ihr werdet dann auch gleich sehen, warum ich das dann außen vor lasse. Also ich habe ja in dem anderen Video darauf hingewiesen, dass es dieselben Substanzen sind, die man da misst, wie bei die in zum Beispiel Feuerwerken oder die eben in Feuerwerken vorkommen. Und wir sprengen nun jede Menge Feuerwerke in die Luft jedes Jahr und man muss dann ja auch irgendwie unterscheiden können, bitte, wie das denn ja, ein bisschen unterscheiden können, das Ganze. Also, wie gesagt, das erste lasse ich mal außen vor, weil da halt kein Datum ist, aber das zeige ich euch jetzt, wie ich das meine. Also hier haben wir ein Messergebnis, das in Phoenix, Arizona genommen worden ist. Und hier steht halt eben das Datum und die schon ziemlich hohen, ja, absurd hohen Messergebnisse von Barium zum Beispiel. Hier Kupfer haben wir auch recht hoch und und. Also ist schon, ja, wäre schon mal ein bisschen fragebedürftig so. Wie gesagt, wir haben hier das Datum. Ja, das ist der 5.1.2008 und ja, das ist so die Schreibweise. Ne? Ich erinnere daran, dass es amerikanische Datumschreibweise ist und es gibt im amerikanischen ganz viele unterschiedliche Schreibweisen. Und hier ist tatsächlich der 5.1.2008 mit gemeint. Also wenige Tage nach dem Jahreswechsel, nachdem sowieso jede Menge tonnenweise hier Feuerwerk in die Luft gejagt wird, geht man hin und nimmt Proben und misst diese. Und selbstverständlich wird dort die Werte sehr hoch sein, weil gerade alles runtergekommen ist und. Also das ist halt, ne, hier schon wieder, das ist kurz nach einem Feuerwerk aufgenommen. Ein anderes Beispiel ist dieses hier dazu. Hier steht hier jeweils das Datum. Allerdings ist es hier klar, dass dass der Juli gemeint ist, da sie nicht 2 Monate bzw. ja, 2 Monate gewartet haben, bevor sie die Probe abgeben, sondern höchstens 2 Tage gewartet haben. Damit steht hier in diesem Fall die 7 ist halt der Monat, 11 der Tag und halt das Jahr 2008. Also ne, 11. Juli, Probe genommen am 9. Juli und. Wir reden hier vom 9. Juli, am 4. Juli und genommen wurden das hier übrigens am Mount, hier der Mount Shasta, keine Ahnung, wie das Ding heißt, das Ding hier, da wurde es halt genommen. Wie gesagt, wenige Tage nachdem am 4. Juli die Unabhängigkeit der USA mit einem riesigen Feuerwerk gefeiert wird und auch noch am Mount, also an diesem Mount Shasta, wie auch immer das Ding heißt, gibt es halt eben traditionell ein riesiges Feuerwerk. Jedes Jahr am 4. Juli gibt es dort halt ein Feuerwerk. Ganz normal hier ist da halt, ist berühmt um die ganze Welt, ist ein riesiges Feuerwerk und wieder wenige Tage nach dem Feuerwerk geht man hin, nimmt dort Proben und misst die dann wiederum 2 Tage später im Labor nach und dann hat man natürlich hier absurd hohe Aluminiumwerte und Strontium, Barium ist alles schon so wirklich absurd hoch. So.
Das ist doch natürlich klar. Allerdings ist das halt auch hier ganz klar kein Beweis für, dass das hier aus den Flugzeugturbinen stammt. Im Gegenteil, das hier ist eigentlich mehr ein Indiz oder ein Hinweis dafür, dass das tatsächlich aus diesen Feuerwerken kommt und wir uns darüber auch mal Gedanken machen sollten, dass diese ganze Scheiße eben ebenfalls nicht so gesund ist. Weil da eben genau das drinne ist, auch das drinne ist, was, ja, was man halt den Chemtrails zuschreibt. Ein weiterer Fakt oder etwas weiteres, was man dabei eben mal bedenken muss, sind die verwendeten Tests oder die verwendeten, ja, die Analyseverfahren, die verwendet wurden. Also das ist hier einmal eben der EPA 6010B oder so. Ich habe sie mir halt alle nochmal genau rausgesucht. Und ja, warte, und hier haben wir auch noch irgendeinen. Wo haben wir das denn jetzt? Das sind zwei Stück. Ja, hier ist dieser 10B, das ist der, wo wieder. Also sind auf jeden Fall zwei Tests, die meistens benutzt werden. Einmal hier dieser 6010B, das ist das Ding hier. Und es gibt eben noch diese Methode hier. Da, 200.8. Also die wird halt auch oft verwendet, diese Methode, die beiden. Und bei beiden Methoden wird die Probe zu Plasma verbrannt. Also keine Ahnung, auf 14.000 Grad erhitzt. Ne? Also Plasma, wie gesagt, schon mal irgendwo erwähnt, ist der vierte Materiezustand. Ne? Also fest, Gas, flüssig, Plasma. Und das wird halt alles zu Plasma, so weit erhitzt, dass es sich zu Plasma verbrennt. Und dann werden halt die Inhaltsstoffe gemessen und ja, rausanalysiert. Auch das ist, damit kannst du null nachweisen, woher diese Substanz überhaupt kommt, sondern sie weisen sie halt überhaupt nur nach. Also Aluminium und Barium zum Beispiel kommen in der Natur aufgrund ihrer hohen Reaktivität und sowas gar nicht vor als reines Element. Ne? Also von daher, wenn man Aluminium als reines Element in der Natur findet oder auch Barium als Element, ist schon ein Problem so. Als Mineral kommt das Ganze allerdings sehr wohl vor. Also wir haben Gesteine und die Barium und Aluminium eben in mineralischer Form enthalten und. Und dieses Analyseverfahren verbrennt nun einfach alles zu Plasma und misst dann darin, was dann darin enthalten ist. Das kann überhaupt nicht unterscheiden, ob es sich um ein Element handelt oder eben aus einem Mineral stammt und. Also beide können das überhaupt nicht unterscheiden. Also das ist überhaupt gar nicht, ja, keine gute Auswahl, um eben hier mal einen Test zu machen. Weiter wird eben ganz gerne ein, also hier sind übrigens mal so ein Feuerwerk, wie das an dem Mount da aussieht. Jedes Jahr, 4. Juli, das ist jetzt von 2013, nicht von 2008. Aber da geht halt immer ordentlich die Sause ab, so. Ja, weiter wird eben ganz gerne mal gezeigt hier, dass die ETH Zürich Aluminium und Barium in Abgasen von Treibstoff halt in Flugzeugabgasen quasi nachgewiesen hat. Da wird dann immer ganz gerne auf dieses Filmchen hier verwiesen. Hier geht knapp 3 Minuten, ist auch unten verlinkt, wir spielen es jetzt mal nicht ab. Oder ja, kann man jeder reinhören, sagt sie auch ziemlich am Anfang. Also, es geht darum, dass sie eben in einer, wohlgemerkt in einer Testanlage, also das sieht man dann einmal hier, wir können es ja mal das, na, wo haben wir es denn? Das hier ist quasi diese Zusammenfassung von diesem Versuch. Ist übrigens nicht von der, die hat halt nur mitgemacht, diese Ulrike Lohmann, hat wo der Typ hier, dieser Manuel Dingsbums da halt gemacht. Und hier haben wir halt eine Zusammenfassung, unten gibt es hier natürlich auch noch auf Deutsch. Und die Experimente wurden am Flughafen Zürich in einer Testanlage für Flugzeugturbinen durchgeführt, welche normalerweise nicht für die Forschung zugänglich ist. Also sie bot eine sehr seltene Gelegenheit, Verbrennungsprodukte von Flugzeugtriebwerken direkt nach ihren Emissionen zu samplen und zu studieren. Also im Klartext, das Ganze hier haben wir mal ein paar zwei Bilder oder mal ein Bild von dieser Testanlage und auch von dem Testaufbau. Also das war in einer Testanlage. Man hat diese Proben nicht direkt am Himmel hinter einem Flugzeug genommen, sondern an einer Testanlage unter ganz bestimmten Bedingungen halt. Weiter muss man festhalten, dass wenn das denn jetzt ein Beweis dadurch ist für Chemtrails und, dann wären die Leute ja ziemlich blöd, wenn sie diese Treibstoffzusätze auch bei dieser Testfahrt verwendet hätten, sondern im Normalfall hätte man sie ja dann bei diesem Testverfahren einfach weggelassen. Man hätte denen normales Kerosin gegeben, damit eben nichts auffällig ist. So, alles ist damit ja cool. So. Warum denen also quasi Chemtrails, warum in einer Testanlage Chemtrails hinten raussprühen lassen, damit die Leute das auch ja messen, wenn klar ist, dass die genau nach sowas quasi suchen gerade. Also es wäre schon ein bisschen blöd, das Ganze so zu tun. Des Weiteren muss man eben festhalten,
dass die, habe ich das jetzt noch offen? Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist übrigens diese Ulrike Lohmann, ihr Werdegang. Ja, zum Beispiel braucht jetzt keiner. Und sie haben halt eben Aluminium und bla bla. Also insgesamt, glaube ich, 16 Metalle, sagt sie, wurden insgesamt gefunden und. Und die Dichte der Partikel, oder also die Größe der Partikel ist auch unterschiedlich. Sie ist abhängig von der Flugleistung. Habe ich, und ich habe es jetzt leider schon zugemacht, der Link ist aber da, den habe ich mir schon gesaved. Ich müsste jetzt eigentlich auch suchen, eben welcher das ist, aber der ist unten drin. Da sieht man dann auch mal, dass die Partikelgröße also variiert, je nach Schubleistung und variiert auch die Partikelgröße dieser da hinten rausströmenden Partikel. Weiter ist da eben das Hauptbestandteil ganz klar Ruß eben gewesen, also Kohlenstoff gewesen, und es gab halt eben unter anderem auch diese Metalle. Wenn ich mir hier mal da quasi hingehe und das, na, wo haben wir denn mal was? Hier haben wir mal so ein bisschen hier sieht man mal so ein bisschen quasi die Inhaltsstoffe. Also das hier finde ich nicht, muss ich sagen, diese Tabelle, die Sie hier haben, das ist wahrscheinlich das in dem kostenpflichtigen kompletten Artikel und nicht nur in dieser Zusammenfassung, weil da drin findet man das nicht. Und wenn ich da weiterfinde, findet man hier Barium, Aluminium und sowas alles. Und wie gesagt, 16 Stück insgesamt und. Dazu muss man allerdings dann auch bedenken, dass Kerosin oder dass es halt völlig, dass es viele verschiedene Arten von Kerosin gibt. Also wir haben Zivilluftfahrt, wobei ja diese hier die meist verwendeten an und für sich sind. Wir haben in der militärischen Luftfahrt anders verwendet oder andere Zusammensetzungen, wo halt immer noch meistens irgendwas mit zusätzlich quasi drin ist für irgendwelche besonderen Triebwerksleistungen oder Betriebswerkseigenschaften oder sonst irgendetwas. Und man darf eben nicht vergessen, dass die Herstellung, also dass es tatsächlich sehr viel einfach geheim ist. Also die meisten, oder was da wirklich drin ist, so das ist, habe ich tatsächlich nichts gefunden. Also ich habe noch nie eine Auflistung gefunden, das ist in dem hier in Jet A Treibstoff, das ist in Jet A1 Treibstoff drin und eine genaue Auflistung dafür habe ich persönlich noch nicht gefunden. Mag sein, dass es das gibt. Soweit ich das herausgelesen habe, ist das aber allerdings auch ziemlich herstellerabhängig und da gibt es halt Geheimnisse sozusagen. Man darf aber nicht vergessen, dass es sehr viele Additive gibt, also Zusatzstoffe in Kerosin, die dazu reingekippt werden. Eben zum Beispiel hier zum Beispiel, also man verhindert die Oxidation und sowas alles, verhindert man zum Beispiel speziell durch Kupfer, das man dazu gibt und so und so. Und da gibt es dann auch ganz viele andere Zusatzstoffe, die man dazu setzt. Unter anderem dann eben offensichtlich auch Barium und Aluminium und. Aluminium gibt es in Verbindung zum Beispiel mit Raketentreibstoffen, ist der Standard quasi, dass man Aluminium mit reinsetzt so. Und das kann man eben sich auch vorstellen, dass das hier passiert. Weiter, dass ich hier speziell Kupfer ganz interessant fand oder so einen kleinen Indiz dafür, dass es auch sich hierbei um ein Additiv handeln könnte. Man packt hier speziell Kupfer halt mit in das mit in die das Kerosin herein, Entschuldigung, um eben Oxidation und sowas zu verhindern. Und ich finde halt hier bei diesem kleinen Dings auch die Angabe Kupfer. Wobei der Wert sich kaum nicht großartig unterscheidet von dem Wert des Aluminiums zum Beispiel. Also die Frage, die mir da aufsteht, oder es könnte dann halt tatsächlich eventuell sein, dass dieses Aluminium einfach auch ein Teil des Zusatzes in dem Kerosin kommt, aus dem Kerosin stammt und nicht, so wie die Ulrike Lohmann das sagt, dass das zum Beispiel auch Abrieb sein kann aus Motoren oder aus Triebwerksteilen und, wobei das eben da tatsächlich am meisten wohl herzukommen scheint, diese Sachen. Das kennt man übrigens auch von Autofahrzeugen, dass es da Abrieb in den Motoren gibt und das findet man eben in den Abgasen wieder. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwas Neues wäre oder sowas. Die Frage war halt nur, was da drin ist. Und dass der Wert sich da gar nicht groß unterscheidet, könnte meiner Meinung nach tatsächlich ein Indiz dafür sein, dass da Aluminium mit zugesetzt wird in diese Ding, allerdings fürs Kerosin normal, aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, oder damit es halt irgendwelche Eigenschaften hat. Ja, und der Rest sozusagen und ein bisschen ist dann vielleicht noch Abrieb dabei oder wie auch immer. Aber das hier ist halt keine, diese Werte hier, wenn man mit diesen Werten diese Werte erklären möchte, dann hat man wirklich ein Problem. Also wie man das in 10, 12 Kilometern Höhe wird das ja rausgeblasen und sowas und dann fällt das zu Boden und dass sich dann in einer kleinen Probe diese Konzentration ansammelt, damit hätte man wirklich ein Problem. Also das müsste so viel sein, das ist schon wirklich echt, das wäre schon ein Problem so, wenn das halt nur aus Triebwerken kommen würde. Also von daher.
für mich ein Indiz eher dafür, dass es sich auch hierbei oder dass das halt hier tatsächlich kein Beweis ist für die Verwendung von Chemtrails und ein Beleg dafür ist, sondern das hier handelt sich um eher normale Kerosinzusätze, also normale Kerosinadditive oder eben Abrieb tatsächlich aus Motoren und so, wie das übrigens auch die Professor Ulrike Lohmann sagt. Ja. Nichtsdestotrotz ist das absolut ernst zu nehmen, was sie sagt, weil das giftige Stoffe sind, die garantiert nicht toll sind, wenn wir sie in die Umwelt blasen. Und wie gesagt, Kerosin an sich ist schon hochgradig toxisch, und da braucht man gar keine großartigen Chemtrails mehr, so ungefähr. Ein bisschen was noch mit zu. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das absoluter hundertprozentiger Blödsinn ist, aber was damit in dem Zusammenhang verbreitet wird, ist teilweise einfach Schwachsinn. Und das kann man denn mal auch mal so sagen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr wisst Bescheid.